Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Wir haben angefangen, im vorletzten Video eine Menüleiste zu programmieren in HTML, und zwar mit einer Liste. Die Liste wird immer untereinander gesetzt, aber wir wollen die nebeneinander haben, dass sie sozusagen von links nach rechts verläuft. Das werde ich euch in dieser Folge zeigen, wie man das macht, und das ist eine ganz einfache Sache. So, wir gehen in unseren HTML-Code rein und wir haben hier erstmal die Liste angelegt mit einem Farbverlauf im Hintergrund, und als nächstes werden wir uns jetzt unsere Liste weiter definieren, und zwar werden wir für die Liste die einzelnen Listenelemente noch ein bisschen aufpolieren, und wir sagen, wir wollen das Ganze mit einem Float Left, also einem linken Umfließen, definieren und speichern das Ganze ab und schauen uns mal an, was passiert. So, und jetzt seht ihr, der hat mir die ganzen Listenelemente hintereinander gesetzt, und das sieht unschön aus, so wollen wir das nicht haben, aber dazu brauchen wir noch ein bisschen mehr, und zwar brauchen wir die internen Verlinkungen, und das ist das Erste, was wir machen, und dann wollen wir Menü, List. Und jetzt muss ich mich mal ganz genau orientieren, wie wir das machen. Ja. So, Entschuldigung, ich brauche hier immer noch so meine Hilfen manchmal. Last Child. Das heißt, das letzte Element der Liste soll anders behandelt werden, und das soll Float Right sein. So. Das heißt, ja, wir schauen es am besten nochmal an. So. Und ihr seht, jetzt sitzt das letzte Element, im Gegensatz zu den anderen Elementen, sitzt das ganz hinten in der Liste drin. Ist noch nicht schön, nicht so, wie wir das haben wollen, aber zumindest haben wir jetzt hier schon mal so ein bisschen so eine Ahnung, wie man das macht. Also, wenn ich eine Liste in eine Zeile bringen will, dann kann ich das mit dem Befehl oder mit dem Attribut float Doppelpunkt left machen, und dann werden die immer links, von links nach rechts nebeneinander gesetzt, und wenn ich ein Element auf woanders haben will, dann mache ich das zum Beispiel hier mit dem Pseudo-Element Doppelpunkt last minus child und setze das dann eben dorthin, wo ich das haben will. Gut, das war's für dieses Mal. Ich hoffe, ihr habt jetzt schon eine Idee bekommen, wo es hinführen soll. Wenn euch das Video gefallen hat, dann drückt mir bitte einen Daumen hoch, und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.